Der Kampf um jeden Meter Boden in der Ukraine geht mit aller Macht weiter. Die ukrainischen Soldaten verteidigen ihr Land, doch die Witterungsbedingungen erschweren das Vorankommen. Soldaten und schwere Kriegsgeräte kämpfen sich durch Matsch und riesige Schlammwüsten, die sich dort gebildet haben, wo früher Felder, Wiesen oder Wege gewesen sind. Ein beschädigter ukrainischer Panzer steckt fast komplett versunken im Schlamm, kann nur mit Mühe aus dem Morast befreit und gerettet werden. Ähnlich wie in Deutschland herrschen in der Ukraine Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die kalte Luft zehrt zusätzlich an den Kräften der Soldaten, die auch Probleme mit dem Untergrund haben. Währenddessen geht die Zerstörung der ukrainischen Städte weiter. Putin lässt weiter Häuser bombardieren, mehrere Menschen sterben. Aufgrund der winterlichen Temperaturen, der Angriffe auf die zivile Infrastruktur und des anhaltenden russischen Raketenbeschusses sind Evakuierungen der ukrainischen Städte zunehmend nicht ausgeschlossen.